Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie sehr herzlich hier in der Medizinakademie in der Sprechstunde des Deutschen Roten Kreuzes Karlsruhe. Wir haben heute ein spannendes Thema zu besprechen mit Herrn Professor Kurt Diem. Er ist der ärztliche Direktor der Max-Grundig-Klinik auf der Bühlerhöhe hier in Baden-Baden, langjähriger Vorsitzender und jetzt noch Vorstandsmitglied der Deutschen Gefäßliga. Oftmaliger Präsident der Deutschen Gesellschaft für Angiologie, also Gefäßmedizin. Herr Professor Diem, ich war vor wenigen Wochen auf Mallorca, nur ein paar Tage, und dann auf Zypern. Wir kommen vielleicht nachher noch zu einer persönlichen Frage. Man hat mir dort geraten, also Cholesterin wäre kein Thema, wenn ich mich artgerecht, würde ich sagen, also ernähre, Mittelmeerdiät. Aber darauf kommen wir vielleicht noch nachher. Gibt es Behandlungsmethoden, den Fettstoffwechsel günstig zu beeinflussen? Und wenn ja, welche Diät ist da vorteilhaft? Also zunächst mal wäre es gut, wenn wir am Normalgewicht sind. Übergewichtige haben häufig erhöhte Blutfette, Triglyceride, also Neutralfette, aber auch manchmal erhöhte Cholesterinwerte. Also normales Gewicht wäre wichtig. Sie gucken mich so kritisch an. Ich mache jetzt mal mein Jackett zu. Gleichen Probleme natürlich. Ja, okay. Und dann wäre es wichtig, dass Sie sich wirklich im Ausdauerbereich bewegen. Also wirklich viel Bewegung im Ausdauerbereich. Sie können auch Krafttraining machen, aber Ausdauer senkt Ihnen bis zu 8, 9, 10% das Cholesterin. Und dann schadet ein bisschen Alkohol nicht, muss man sagen. Wenn man nur die Blutfette beobachtet und nur das Cholesterin, es erhöht den guten Anteil an dem HDL-Cholesterin. Mhm. Und dann ist es wichtig, dass Sie im Alltag zum Beispiel die richtigen Öle zu sich nehmen. Ja. Da wissen wir, dass Leinöl eine ausgezeichnete Wirkung hat auf den Fettstoffwechsel. Also Leinöl, 2 Esslöffel Leinöl am Tag, das können Sie ja verstecken in Tomatensaft, Orangensaft oder Karottensaft. Und das hat einen hohen Anteil an Omega-3-Fettsäuren, also an Fischölen sozusagen, unbedingt zu empfehlen. Und das kann man ja überall kaufen. Das kriegen Sie überall, auch bei jedem Großhändler sozusagen. Und Sie kriegen das bei den großen Anbietern überall in jeder Stadt. Rapsöl ist ein gutes Öl, ist gar keine Frage. Olivenöl ist auch ein gutes Öl. Es ist Teil einer guten Mittelmeerdiät oder Mittelmeerdiät, die eindeutig das Leben verlängert. Das ist nachgewiesen. Das ist in Süditalien, südlich von Neapel, im Cilento nachgewiesen worden, dass die Menschen trotz normalen und teilweise überhöhten Cholesterinspiegel deutlich älter geworden sind, wenn sie eine Mittelmeerdiät eingehalten haben. Viel Olivenöl, Nüsse, Ziegenkäse, aber auch ein bisschen Rotwein gehört zu dieser Diät dazu, muss man sagen. Sie machen mir Mut, Herr Professor Diem. Frage, man liest immer wieder von einer Statintherapie. Was muss man sich darunter vorstellen? Das ist ein riesengroßer Streitpunkt. Also es gibt viele Patienten, die einfach schwer krank sind. Die haben einen Herzinfarkt gehabt oder die haben eine hochgradige Atherosklerose im Ultraschall. Aha. Auch die Halsschlagadern können atherosklerotisch verändert sein. Diese Patienten müssen heute behandelt werden mit sogenannten Blutfettsenkern und das sind die sogenannten Statine. Die Statine können aber auch Nebenwirkungen haben. Sie machen in 10 bis 15% Schmerzen in der Muskulatur und auch Schmerzen in den Gelenken. Und es muss immer die Indikation stimmen. Das heißt, es muss einen Grund geben für diese Behandlung und dann sind das wunderbare Medikamente. Aber man sollte sie nicht mit dem Schubkarren in die Bevölkerung gießen. Ja? Also wenn mir meine Hausärztin morgen Cholesterinsenker-Tabletten verschreibt. Man muss es natürlich individuell sehen, aber grundsätzlich nicht verkehrt. Nein, nicht verkehrt, aber ich wollte bei Ihnen noch wissen, wie sieht Ihre Halsschlagader aus? Ja. Wie sieht Ihre Bauchschlagader aus? Haben wir vielleicht Informationen über Ihre Herzkranzgefäße durch eine Computertomographie? Können wir heute wunderbar untersuchen? Oder haben Sie mal einen Herzkatheter hinter sich gehabt? Haben Sie einen Herzinfarkt? Das würde alles zu berücksichtigen sein, bevor man sagt, Sie brauchen einen solchen Statin. Also ich will jetzt nicht zu sehr privat werden, Entschuldigung, liebe Zuhörer, aber ich hatte vor genau einem Jahr eine Halsschlagader-Operation, also eine sogenannte Stenose. Ja. Das ist wunderbar behoben, aber jetzt muss ich natürlich weiteres dafür tun oder dagegen tun. Da gehört dringend, und das zeigen alle internationalen Leitlinien, eine Behandlung mit Statinen dazu. Ah, ja. Also Sie haben mit Sicherheit Aspirin. Und Sie haben einen Blutfettsenker, zum Beispiel Atorvastatin oder Simvastatin,
Eines von diesen beiden Medikamenten haben Sie mit Sicherheit. Ja, wunderbar. Dann haben Sie mich schon hier auf den richtigen Weg gebracht durch dieses Interview. Viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer sicher auch. Ich danke Ihnen sehr herzlich für dieses aufschlussreiche Interview zu einem sehr wichtigen Thema. Jeder spricht über Cholesterin, keiner weiß so ganz genau, was darunter zu verstehen ist. Haben Sie herzlichen Dank für diese Aufklärung, Herr Professor Diem. Sehr gerne. Danke sehr.